Tja, und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble ist ja bekannt dafür, die Dinge immer, sagen wir mal, beruhigen zu wollen. Auf seine Stimme hört man weltweit, so auch heute, selbst wenn man die Erwartungen seiner Meinung nach nicht allzu hochschrauben sollte. Nach meinem Treffen mit meinen neuen Kollegen aus USA und China bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch in schwierigen Zeiten die Dinge voranbringen können. Können Sie sagen zum Streit zum Thema Handelspolitik? Naja, da wir gerade erst am Anfang unserer Beratungen sind, glaube ich nicht, dass es hilfreich ist, wenn ich dazu jetzt über meiner allgemeinen Zuversicht aufgrund der Gespräche, die ich schon geführt habe, hinaus weitere Bemerkungen mache. Wir sind noch dabei, einen Weg zu suchen, wie wir diese offensichtlich ja bekannten unterschiedlichen Sichtweisen zu einer gemeinsamen Lösung zu führen. Dürfte ich Sie fragen, wie Ihre Einschätzung ist nach dem gestrigen Treffen mit dem US-Finanzminister? Haben Sie ihm etwas anzubieten, dass er vielleicht wieder seine Position ein bisschen verändern kann, dass man am Ende einen Konsens findet? Na, ich habe zunächst einmal einen sehr guten Eindruck von meiner Begegnung mit Steven Mnuchin gestern gehabt. Wir haben uns ja ein paar Stunden Zeit genommen und sehr offen und sehr vertrauensvoll miteinander geredet. Das heißt ja nicht, dass wir in einem solchen ersten Gespräch alle Probleme, die es auf der Welt gibt, schon alle lösen können. Aber er ist ganz offensichtlich jemand, das hat er ja auch öffentlich in Berlin in der gemeinsamen kurzen Pressebegegnung, die wir hatten, gesagt, er weiß, dass die weltwirtschaftliche Entwicklung, eine gute weltwirtschaftliche Entwicklung, die Voraussetzung für eine gute weltwirtschaftliche Entwicklung in allen Ländern, insbesondere auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Deswegen sieht er überhaupt keinen Gegensatz, sondern es bedingt sich gegenseitig ein gutes Wachstum in den Vereinigten Staaten von Amerika mit einem guten weltwirtschaftlichen Wachstum. Er ist auch für offene Märkte und für offenen Welthandel. Und damit glaube ich, dass manches, was da auch an Sorgen vorhanden ist, sich vielleicht ein Stück weit auch verringert. Aber natürlich haben wir mit all den Diskussionen, die in den letzten Monaten gewesen sind, auch noch ein bisschen Arbeit. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Ihre eigene Regulierung oder Finanzmarktregulierung, die wir sich kennen, die wir sich entwickeln haben, die wir nach einem Jahr nicht mehr haben werden oder stark abschmelzen werden? Die Sorge ist nicht groß, weil er das genaue Gegenteil gesagt hat. Er hat gestern schon gesagt, wir haben viele Fortschritte erzielt und wir werden diesen Weg fortsetzen. Weil wir alle wissen, darüber haben wir heute auch völlig einvernehmlich diskutiert. Wir haben nicht alle Probleme gelöst, kommen neue, auch durch die technologischen Entwicklungen, Digitalisierung. In Financial Services steckt eine jede Menge neuer Herausforderungen für Regulierung, für Finanzmarktstabilität, natürlich auch jede Menge Chancen auf Inclusiveness. Aber wir sind auf einem guten Track und wir sind entschlossen, diesen Weg weiterzugehen. Kollege hier vorne. Matt Miller, Bloomberg TV. Herr Schäuble, sind Sie zuversichtlich, dass die G20 noch dieses Wochenende ein Kommuniqué publizieren werden? Und zweitens wollte ich fragen, könnten Sie, Herr Mnuchin, überreden, dass Protektionismus die falsche Strategie ist? Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Kommuniqué veröffentlichen werden und vermutlich bis morgen Nachmittag, also noch vor Ablauf des Wochenendes. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ich kenne noch nicht den ganz genauen Inhalt, aber Protektionismus hat bisher niemand erwähnt und ich glaube nicht, dass wir uns damit allzu viel beschäftigen müssen. Es geht um die richtige Formulierung, wie wir die Offenheit des Welthandels im Kommuniqué formulieren werden. Da gibt es ein bisschen sensible Positionen bei verschiedenen Teilnehmern.